Das ist ein sehr interessantes Evangelium. Und wenn ich es lese, trifft es mich ziemlich, weil da wird von Leuten geredet, die in langen Gewändern herumwandern und die immer die vordersten Plätze haben und auf den Straßen gegrüßt werden. Also das Letzte trifft in Österreich nicht mehr so zu, zumindest nicht in Wien. Wenn man im Habit unterwegs ist, wird man manchmal komisch angeschaut, da gibt es manchmal Wortmeldungen. Das sind nicht immer so liebe Grüße, aber das macht mir nichts. Ich will mich nicht beklagen. Ich will nur sagen, also für mich ist dieses Evangelium immer, es ist ein komisches Gefühl, wenn man das liest. Also zumindest den ersten Teil. Weil, naja, Jesus sagt, hört nicht auf diese Leute, die sich so kleiden und die das tun. Und naja, ich möchte schon, dass man auf das hört, was ich euch mitzuteilen habe. Aber dieses Wort, das Jesus zu seinen Jüngern spricht, dieser erste Teil des Evangeliums ist ganz wichtig, weil es geht darum, wie wir nach außen sein sollen. Also wie auch du, der du dich in die Nachfolge stellst, nach außen wirken sollst. Und dieses große Wort als Überschrift über unsere aller Nachfolge sein soll, ist Demut. Das ist auch etwas, was der heilige Franziskus, also ich bin auch Franziskaner, sehr in den Vordergrund gestellt hat. Er hat immer gesagt, Demut ist das, was ihr leben sollt. Und du wirst sehen, wenn du in der Nachfolge deine Schritte weitergehst, werden dich andere ein bisschen vielleicht bewundern, die anderen werden sagen, Spinner, das macht nichts, aber es wird eine Gruppe von Leuten geben, die zu dir hinaufschauen, aus verschiedensten Gründen. Ja, weil du die Bibel zum Beispiel schon mal gelesen hast oder sie täglich liest, weil du dich nicht schämst zu beten oder auch zu sagen, ja, Jesus war schon nicht nur ein cooler Typ, sondern er hat diese Welt gerettet. Und noch ein paar andere Sachen, die in der Bibel stehen, kannst du auch erzählen. Also es wird eine Gruppe von Leuten geben, die hinaufschauen werden. Und die große Gefahr für alle, die den Weg der Jüngerschaft gehen, ist Überheblichkeit, Hochmut. Und Jesus sagt seinen Jüngern, schaut auf diese Schriftgelehrten und werdet nicht so wie sie. Weil sie schauen nur darauf, dass sie etwas von den Leuten bekommen, dass man ihnen schön ein bisschen zuklatscht, dass man ihnen Geschenke gibt oder einfach sie bewundert. Und das ist etwas, was uns Menschen sehr gut tut, wenn du bewundert wirst. Also das ist ein schönes Gefühl. Ne? Nur es kann uns in der Nachfolge von etwas Wichtigem und Wesentlichem ablenken, also dass wir im Dienst stehen. Es ist nicht nur, dass ein Priester im Dienst für das Volk Gottes steht, für die Kirche, sondern jeder, der getauft ist und die Sache ernst nimmt, steht im Dienst. Und der Dienstgeber ist der Herr. Also das ist eine Warnung. Aber das ist nicht das Wichtigste in dem Evangelium, also so wie ich das empfinde, sondern dieser zweite Teil, wo es diese Geschichte mit der Witwe gibt. Also die kennt jeder. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen kennt, aber das war eine richtige Prozedur, wenn man in den Tempel in Jerusalem kam. Gingst du nicht einfach so heimlich hinter dem Pfeiler und da wirfst du deine Münze rein oder was du da auch hast, sondern du musstest zu einem Beamten gehen und sagen, also ich werde so und so viel reinwerfen, wurde aufgeschrieben. Und dann gingst du zu dem Kasten, der also von Weitem sichtbar war, und warfst du deine Sachen rein und Leute haben zugeschaut. Kannst du dir vorstellen, was für eine Demütigung das für diese Frau war? Also Witwe in der Bibel, das ist einfach ein Bild der Armseligkeit. Also schlimmer kann es dich nicht treffen als Frau im alten Orient. Also als Frau bist du sowieso schon ein bisschen auf dem Abstellgleis gewesen und noch dazu Witwe. Das heißt, sie hat keinen Mann, der für sie sorgt, der für sie spricht.
Und wahrscheinlich auch keine Kinder. Also auf keinen Fall männliche Nachkommen. Das ist sehr wahrscheinlich bei dieser Witwe. Deswegen ist sie so arm. Nicht, weil sie nicht arbeiten wollte oder sonst was, sondern sie hat wirklich das Schicksal hart getroffen. Und sie hat nichts. Also zwei Münzen, die nichts wert sind, das muss sie noch deklarieren bei dem Beamten. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt aufgeschrieben hat. Ich würde es mir sparen wahrscheinlich, weil es ist ja mehr Tinte geht drauf, als sie wert ist. Wahrscheinlich hat, weiß nicht, vielleicht hat er sich einfach so abwertend angeschaut oder voll Bewunderung, das wissen wir nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass das nicht so gut angekommen ist. Ne? Ja, also eine Witwe, die, ja, geh mit deinen zwei Münzen, wirf sie rein. Und sie tut das. Also das war die erste Demütigung. Und die zweite ist, wenn sie zu diesem Opferkasten geht, vor ihr stehen so Leute, die da schon was haben, ne? So größere Münzen, die vielleicht ein bisschen mehr glänzten, also vielleicht sogar Goldmünzen, und die warfen das so, ja, schaut meine Münze. Das kenne ich auch, ich musste früher immer Kollekte sammeln, wie ich, also ich bin in Polen geboren worden und da habe ich mein Franziskanerleben auch begonnen. Und die ersten Jahre im Orden und die nächsten Jahre auch, musst du immer bei uns in Polen mit dem Körbchen gehen. Das ist auch eine gute Demutsübung. Aber es gab immer so Leute, die am Sonntag so frisch gebügelte Scheine, also so schön, damit es alle sehen, ins Körbchen reingetan haben. Und es besteht immer die große Gefahr, über sie zu urteilen, sollte man nicht. Aber das gibt's auch. Und neben solchen Menschen musste die Witwe, die nichts hatte, da was reinwerfen. Und das war nicht besonders berauschend. Und das, was Jesus tut, ist entscheidend. Also das ist eine sehr alte Interpretation dieser Bibelstelle, haben schon die Kirchenväter gesagt, also ist nichts Neues. Es geht wirklich darauf, was Jesus sieht. Und was sieht Jesus? Er sieht nicht diese zwei kleinen Münzen, sondern erstens, dass es alles war, was die Witwe hatte. Und das bedeutet, also steht der ganze Lebensunterhalt, und das ist eine ziemlich gute Übersetzung des Wortes, das da im Griechischen dafür steht. Sie hat ihr ganzes Sein da reingeworfen, also alles, was sie ist oder was sie hatte. Und kannst dir vorstellen, also die Demütigungen im Tempel, da hat sie was reingeworfen, ein bisschen was gebetet und dann hat sich gedacht, wie die Witwe aus der ersten Lesung, naja, gehe ich nach Hause und krepiere dann mir. Weil ich habe nichts mehr. Vielleicht hat sie gehofft, dass wenn sie alles Gott gibt, er ihr auch hilft. Das wissen wir nicht. Aber das, was Jesus sieht, dass sie alles, was sie hatte, hingegeben hat. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir alle, wie wir getauft sind, dazu aufgerufen sind, unser ganzes Vermögen für wohltätige Zwecke zu spenden. Es gibt unter uns Leute, die dazu berufen sind, sollen sie auch tun. Wenn der Herr dich dazu ruft, sei großzügig. Wenn er dich nicht dazu ruft, dann höre genau zu, wozu er dich ruft. Kann sein, dass du dein Vermögen anders einsetzen sollst. Und darum geht es Jesus nicht, sondern er zeigt seinen Jüngern etwas. Etwas Gutes, was sie getan hat. Sie ist zum Tempel, zum Gebet gekommen, hat gespendet und ist gegangen in alle Demut. Und Jesus sagt, andere sehen, wie wenig Geld sie gespendet hat, wie arm sie ist, ja, und wie sie aussieht. Also wahrscheinlich hat sie nicht besonders gut ausgeschaut, wenn es eine arme Witwe war. Kannst dir vorstellen, wie die Frau ausgesehen hat. Auf jeden Fall, Jesus sieht nicht das, was offensichtlich ist, sondern das, was dahinter steht. Und das ist ein Prinzip, das wir unter uns anwenden sollen, also als Christen, und dann auch in die Welt hinaustragen sollen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger als das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses deutsche Wort kennt, also jemanden ehren. Es gibt ein englisches Wort, das ein bisschen cooler klingt, es ist honoring.
Auf Englisch klingt gleich alles zweimal so gut, finde ich. Das ist meine private Überzeugung, muss man nicht übereinstimmen. Und das ist etwas, was ich an etlichen Orten erlebt habe, dass Menschen nach irgendeinem Gottesdienst oder einem Dienst, den sie in der Kirche verrichtet hatten, sich zusammensetzen und sagen, was sie an Gutem gesehen haben. Also nicht die großartigen Sachen, also dass sie dem Priester sagen, ja, du hast so toll gepredigt oder die Musik war so toll, sondern kleine Sachen. Es geht um die kleinen Sachen, dass du sie hervorhebst im Anderen. Das ist das, was Jesus tut. Zwei Münzen waren nicht viel, eine kleine Sache eigentlich. Und Jesus hebt es hervor und zeigt es seinen Jüngern. Und es geht nicht so sehr um die Haltung der Witwe, sondern das, was Jesus tut. Wir sollen wie Jesus sein und nicht wie irgendwelche Witwen. So ehrenvoll das auch sein mag, was sie getan hat. Wir sollen Jesus gleichförmig werden, also so wie er werden. Das ist die Nachfolge, die Jüngerschaft. Und das bedeutet, die Augen für das Kleine haben. Und das klingt ziemlich unspektakulär und nicht besonders christlich. Es ist auch nicht besonders christlich. Aber schaut euch die Welt um euch herum. Wann bist du wichtig in dieser Welt? Ne? Wenn du etwas echt Cooles performen kannst, also was auch immer das sein mag, oder echt viel Kohle hast oder wirklich gut aussiehst. Also du musst immer etwas leisten. Also wenn man gut aussieht, muss man heutzutage auch viel leisten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich mache mir die Mühe nicht. Ich sehe eh gut aus, also ist ja wurscht. So viel zu Thema Demut. Ne? Aber das ist das, was die Welt erlebt. Du wirst nur beachtet, wenn du etwas Großes tust, was in den Augen anderer wirklich Bedeutung hat. Und wisst ihr, wie viele Leute da herumwandern, die nichts Wichtiges leisten können in der Welt, also nach außen hin? Ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber wie viele Frauen haben Kinder erzogen oder sind dabei, Kinder zu erziehen, und niemand sagt ihnen ein gutes Wort dafür. Ja, weil, ja, Kinder erziehen, was ist das schon? Ne? Ist ja keine Arbeit. Ist aber ein Fulltime-Job. Ist eigentlich kein Job, weil du bist nicht bezahlt dafür. Das ist echt blöd. Ne? Und ein Lob bekommst du meistens auch nicht. Oft auch nicht mal von den eigenen Kindern. Und wenn ein Mann arbeiten geht, also sagen wir so in einer klassisch-katholischen Familie, ist heutzutage eh ganz anders, ich weiß es, aber bleiben wir bei diesem nicht besonders guten Beispiel. Also der Mann geht arbeiten, der wird auch dafür nicht gelobt meistens. Also Männer sind so, dass sie sich den Lob dann holen. Ne? Also kaufen sich ein tolles Auto oder sonst was. Ja, jetzt gelte ich was. Aber du wirst auch dafür nicht gelobt, dass du tagtäglich an irgendeinem blöden Schreibtisch sitzt und vielleicht einen Job machst, der dir keinen Spaß macht. Oder auch Spaß macht. Die Leute werden heutzutage nur beachtet, wenn sie etwas Außergewöhnliches geschafft haben. Ein Videoblog mit 4 Millionen Abonnenten oder du warst bei, was weiß ich, Germany sucht den Superstar oder wie das auch heißt, Deutschland heißt, Deutschland sucht den Superstar oder sonst was, egal wo. Ne? Also dann giltst du was. Aber vielleicht geht es nicht um diese großen Dinge, weil Jesus sagt, beachtet nicht die, die da mit Pump und Prunk auftreten. Das ist nicht das Wesentliche in dieser Welt, sondern die kleinen Dinge und dass du sie hervorhebst. Das bedeutet auch manchmal, gehst zum Billa und schaust die Auslage. Gut, die Leute werden dafür bezahlt, dass die Auslage gut aussieht. Aber hat jemand diesen armen Tropf da einmal dafür gelobt, also nicht die Chefin oder der Chef von der Filiale, sondern irgendein Kunde zum Beispiel. Schau mal, das ist so toll angerichtet hier, die Auslage. Oder weiß ich nicht,
dafür, dass das gekehrt ist. Oder so kleine Dinge. Und ich glaube, dass das dasjenige ist, was Gott wirklich sieht. Die Kleinigkeiten. Und wenn wir seine Jünger sein wollen, dann sollen wir es ihm gleich machen. Und die Augen nicht nur für das Großartige haben. Also das sollte man auch loben und ehren, aber nicht zu sehr. Ne? Weil das ist nicht das, was dein Leben ausmachen wird, wahrscheinlich. Das ist auch nicht das, was mein Leben ausmacht und auf keinen Fall, was das Leben der meisten Menschen ausmacht. Die meisten Menschen tun ihre kleinen Dinge und niemand lobt sie dafür. Und Gott beruft uns dazu, seine Güte, seine Liebe in diese Welt zu tragen. Und das ist der einfachste Weg, das zu tun. Es ist wirklich einfach, jemandem zu sagen, ja, toll, hast du dir die Schuhe zusammengebunden oder was weiß ich. So Kleinigkeiten, wo man sich auch nicht besonders lange wahrscheinlich darüber freut. Aber vielleicht hat dieser Mensch darauf gewartet, sein ganzes Leben lang, dass ihn jemand einmal lobt. Und vielleicht ruft dich der Herr dazu, dass du diesen Weg gehst. Diesen Weg des Ehrens, des Honoring, dass man andere hervorhebt und sie wirklich auf dem Präsentiertisch geht. Also so wie Schaubrote im Tempel. Die guten Taten anderer. Ich lade euch dazu ein, das mitzunehmen. Und vielleicht ruft dich der Herr wirklich dazu. Dann säume nicht und sei großzügig wie diese Witwe und überwinde dich und schenke das, was die anderen nötig haben. Es kostet nicht viel, es sind nur zwei kleine Münzen, aber die können wirklich den Unterschied machen.